Mit einem vollbesetzten Stadion im Rücken versucht Austria Memphis in wenigen Minuten etwas, was im österreichischen Fußball noch nie da gewesen ist, nämlich den Einzug in ein Finale des Europapokals zu schaffen. Sie haben hier die Aufstellungen für dieses Vorhaben. Dynamo Moskau mit Nummer 1 im Tor Gonta, mit Nummer 2 Taro, mit Nummer 3 Novikov, mit der Nummer 4 Makovikov, mit der Nummer 5 Kubnov, mit der Nummer 6 Petrushin, mit der Nummer 7 Gershkovic, mit der Nummer 8 Dolmato, mit der Nummer 9 Kasachonov, mit der Nummer 10 Kov und mit der Nummer 11 Minaje. Der Betreuer ist Trainer Alexander. Mit der Nummer 7 Fritz Straser. Austria Memphis hat eine Veränderung vornehmen müssen. Sie sehen es sofort. Nummer 1 Baumgartner, Nummer 2 Robert Zara, Nummer 3 Obermeier, Nummer 4 Baumeister, Nummer 5, und das ist Überraschung, Morales, Nummer 6 Josef Zara, Nummer 7 die zweite Überraschung, Fritz Drasan, Nummer 8, 9 hat Paritz, Nummer 10 Gasselich und Nummer 11 Birkner. Was heißt das? Karl Daxbacher kann nicht mitwirken. Er hat einen Bluterguss im linken Wadenbein, ein stark geschwollenes linkes Wadenbein. Er kann nicht spielen. Statt ihm Fritz Drasan, Sturmspitze, und im Mittelfeld Morales. Der Schiedsrichter dieser Begegnung ist der Portugiese Antonio Garrido, ein Mann, der zu den 32 Auserwählten für die Endrunde der Fußballweltmeisterschaft in Argentinien zählt. Ein Mann, der eine ganz andere Art hat zu Schiedsrichtern, als man es von romanischen Schiedsrichtern gewohnt ist, aber das werden Sie gleich sehen. Austria von links nach rechts, ein versuchter Schuss von Hans Birkner. Dynamo Moskau zur Einbegleitung hat ja, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, das erste Spiel in Tiflis mit 2:1 gewonnen. Osoldat bestimmt die Aufstiegschancen der Austria. Sie muss dieses Spiel heute hier auf jeden Fall gewinnen. Entweder mit 1:0 oder mit zumindest 2 Toren Differenz, etwa 3:1 oder 2:2. Dynamo Moskau genügt ein Unentschieden oder eine Niederlage mit einem Tor Differenz, ausgenommen ein 0:1 oder ein 1:2. Bei 2:1 für Austria würde ein Elfmeterschießen über den Einzug in das Endspiel am 3. Mai im Pariser Prinzenparkstadion entscheiden. Das ist also die Ausgangsposition im ausverkauften Wiener Praterstadion. 70.117 Karten sind verkauft worden. Gasselich. Ihm kommt heute die defensive Aufgabe zu, Baumeister und Tormann Gonta. Das ist die Ersatzbank der Austria, der Mann mit den Brillen, das ist Masseur Schreitler. Er hat versucht, Daxbacher doch noch fit zu bekommen. Ganz links Jacaré, er hat das portugiesische Schiedsrichterteam betreut. In der Zwischenzeit ein Foul von Petrushin an Robert Zara, Freistoß für die Austria. Morales, Baumeister. Gasselich. Und Gershkovic. Ein Freistoß für Dynamo Moskau. Die Austria hat hier sehr schwungvoll und elanvoll begonnen. Hier die Ersatzbank von Dynamo Moskau.
und der Freistoß hat nichts eingebracht. Prohaska. Obermeier geht mit. Minajew. Kasajonok. Maximienkov. Hier hat sich auch schon die große Gefahr für die Austria in diesem Match angedeutet, nämlich ein Konter aus zu offensivem Spiel. Obermeier ist vorgegangen und prompt war der Konter aus einem Fehler da. Jetzt Kasajonov, eine ähnliche Situation. Petrushin. Gershkovic für Maximienkov und Sarah für Baumeister. Gasselich. Ein Foul an Tommy Paritz. Er wurde gehalten und zwar von Novikov. Gasselich, Morales, Fritz Drasan, der Mann, der in Tiflis nicht dabei war und von dem man sich heute eine Belebung des Angriffes erwartet. Robert Zara, Morales, schon dicke Luft im Strafraum der Sowjets. War sehr gut gemacht von Morales für Fritz Drasan. Erster Eckball für die Austria. Und das in der sechsten Spielminute. Robert Zara bringt den Ball noch zur Mitte. Gershkovic. Parov, der rechte Verteidiger für Kasajonok und sehr gut gestanden Erich Obermeier. Ein Foul von Bubnov an Morales. Birkner als linke Angriffsspitze. Dynamo Moskau sehr defensiv eingestellt, aber das war ja zu erwarten. Nur zwei Sturmspitzen im Augenblick, nämlich Kasajonok und Gershkovic. Morales. Prohaska. Fehler gewesen von Josef Sara. Drazan und der zweite Eckball. Glänzende Stimmung im Wiener Stadion, eine Kulisse, die sich jede Mannschaft, jede Heimmannschaft nur wünschen kann, von der sie nur träumen kann.
Und bislang, soweit man das von 8 Spielminuten sagen kann, hat die Austria auch die richtige Einstellung zu diesem Match. Sehr aggressiv, riskant, aber doch nicht ohne Rückversicherung. Baumeister, der linke Verteidiger, Schütze des einzigen Tores der Austria in Tiflis. Robert Zara. Minajew für Gershkovic, der immer häufiger auf der linken Seite auftaucht. Bemerkenswert. Er hat in Tiflis nur rechte Angriffsspitze gespielt und ziemlich genau Platz gehalten. Prohaska. Gut gemacht von Morales für Gasselich und Baumeister. Parov. Prohaska. Ein bisschen hektisch das Spiel der Austria noch beim entscheidenden Pass oder vor dem entscheidenden Pass. Josef Sara zu seinem Bruder Robert. Gasselich, Birkner. Bubnov. Machovikov. Und Kasajonok hat diesen Ball nicht annehmen können. Das ist Tormann Baumgartner. Ihm hat die Austria sehr viel zu verdanken, dass sie heute hier diese Chance hat, in das Finale des Europapokals der Cup-Sieger vorzudringen. Gershkovic. Und gut abgeblockt wurde hier Maximienko. Robert Zara für Prohaska. Minajew. Kasajonok. Ein Foul an Kasajonok. Und zwar von Obermeier. 12 Minuten sind gespielt. 0:0, das heißt Austria liegt noch mit 1:2 im Rückstand. Der neue Mann Novikov. Die Nummer 3, er spielt Verteidiger, um vor allem der Nummer 4 und Machovikov einigen Angriffsraum und Angriffsmöglichkeiten zu bieten. Der Schuss kam von Tommy Paric.
Nachbarn am Domtar, einer der drei Nationalspieler von Dynamo Moskau. Ja, da war der Pass von Prohaska für Robert Zara um vieles besser als dann die Flanke des Mannschaftskapitäns. Morales. Heute linker Mittelfeldspieler Prohaska. Für Gasselich. Gut gestaffelt bisher die Abwehr von Dynamo Moskau. Wird schwer werden, hier durchzudringen. Und für sich müsste das Tor ab. Jawohl. Fritz Drasan ist noch angeschossen worden und deshalb Torabstoß. Und zwar nach einer Viertelstunde im zweiten Semifinalspiel im Europapokal der Cupsieger zwischen Austria Memphis und Dynamo Moskau im ausverkauften Wiener Praterstadion. Nicht ungefährlich diese Situation jetzt. Petruschin, Gershkovic, noch immer Petruschin. Da haben die Russen schon ihre Gefährlichkeit angedeutet. Drazan. Ein Foul von Bubnov. Das bringt ihm die gelbe Karte durch Schiedsrichter Antonio Garrido. Paritz. Tommy Paritz, heute mittlere Angriffsspitze bei der Austria, zuletzt immer auf der Rechtsseite. Aber er ist ja ein gelernter Mittelstürmer. Bei Siegendorf hat er in dieser Position begonnen. Petruschin. Und ein Foul jetzt von Josef Sara an der Nummer 9, an Kasacjonok. Kasacjonok ist jene Angriffsspitze, die in Tiflis mit der Nummer 3 gespielt hat. Das war außergewöhnlich. Aber er ist abergläubisch und spielt am liebsten mit der Nummer 3 auch Angriffsspitze. Heute hat diese Nummer 3 der neue Mann Novikov, wahrscheinlich auch deshalb, um die Austria nicht sofort die taktische Absicht der Defensive erkennen zu lassen. Was die Russen schon in der zweiten Hälfte in Tiflis sehr gut und sehr konsequent betrieben haben,
nämlich dieses Angehen im Mittelfeld, dieses Vorchecking, das betreiben sie auch heute hier im Wiener Stadion und versuchen so ihre Erfolgszeit sozusagen zu prolongieren. Das ist Drahtzahn für Baumeister. Bubnov, der Mann mit der Nummer 5, ist der Organisator in der Abwehr von Dynamo Moskau. Er dirigiert das Abwehrspiel und er ist dort auch der konsequenteste Mann im Zweikampf. Prohaska. Er wird sehr konsequent verfolgt von Petrushin. Minaev für Gershkovic. Ja, mit diesen Flanken haben die Russen, die Austria auch in Tiflis sehr in Bedrängnis gebracht. Und ein erstes Fazit lässt sich aus dieser Begegnung nach 20 Minuten ziehen. Die Austria wird es hier sehr, sehr schwer haben gegen die konsequenten und athletisch starken Spieler von Dynamo Moskau, die auch am Ball keinesfalls zu unterschätzen sind, zum Erfolg zu kommen. Was das Spiel der Austria dringend benötigt, ist natürlich ein Tor, ein Zeichen der Möglichkeit, dass man das große Ziel erreichen kann. Petrushin und immer wieder Bubnov. Dynamo Moskau spielt praktisch mit zwei Vorstoppern. Libero ist Dolmatov und vor ihm Bubnov und dann auch noch als zweiter Mann Novikov. Morales, Robert Zara. Also in der Mitte wird es sehr, sehr schwer werden für die Austria durchzukommen. Fehler von Josef Zara. Und Gershkovic ist durch. Fußabwehr von Baumgartner. Das Ganze passiert in der 23. Spielminute. Die erste Riesenchance in diesem Spiel. Und zwar für Gershkovic nach einem Fehler von Josef Zara und einem schlechten Tackling von Obermeier. Hier haben Sie die Wiederholung. Fußabwehr von Tormann Baumgartner, der richtig herausgelaufen ist. Abseits.
Ja, so einen Konter, den spürt man. Hoffentlich kann die Austria diesen Schock jetzt abschütteln und zu ihrem Spiel finden. Noch immer steht es hier 0:0 im Wiener Stadion zwischen Dynamo Moskau und Austria Memphis vor 70.000 Zuschauern. Und die erste ganz große Chance, die hatten die Russen eben mit der Aktion von Gershkovic in der 22. Spielminute. Die Austria hat mehr vom Spiel, sie ist die initiativere Mannschaft, aber das ist sie sich ja auch als Heimmannschaft hier vor 70.000 Zuschauern schuldig. Prohaska, er hat bisher den entscheidenden Pass, den man von ihm erwartet, nicht anbringen können. Gasselich, Morales, er spielt statt Daxbacher, das habe ich ja gesagt, im Mittelfeld. Baumeister, Morales, und sehr gut gestaffelt und formiert die Abwehrkette von Dynamo Moskau. Am Spielfeldrand wurde Gershkovic kurz behandelt. Er hat ja bei dieser Konterchance die große Möglichkeit ausgelassen, Dynamo Moskau mit 1:0 in Führung zu bringen. In einigen Phasen erinnert dieses Spiel an die verunglückte Partie gegen Hajduk Split im Wiener Stadion. Aber hoffen wir, dass es nicht dazu kommt, dass es nicht zum gleichen Ergebnis kommt, nämlich zu einem 1:1. Es würde ja das Ausscheiden der Austria aus dem Europapokal bedeuten. Gasselich, Prohaska, Drazan, sehr viele Ballverluste bereits im Mittelfeld bisher. Aber auch die Russen machen Gott sei Dank Abspielfehler. Robert Zara. Der Austria ist in der ersten halben Stunde kein Spielzug bisher gelungen, kein spektakulärer Spielzug, bisher noch keine Torchance. Und das hat natürlich das Spiel etwas gelähmt. Gasselich.
Prohaska, aber immer wieder umzingelt von zwei sowjetischen Spielern. Ein Freistoß jetzt für die Austria. Und zwar hat der Wachowikow gestoßen, und zwar hat er den Ellbogen dem Austria-Spieler Drazan in die Magengegend gestoßen. Hoffen wir, dass Drazan gleich wieder weiterspielen kann. Masseur, Schreitl und der Arzt sind bei ihm. Hier noch einmal diese Aktion. Man hat das ganz deutlich gesehen. Drazan hat versucht, noch an den Ball zu kommen und wurde von dem Ellbogen des sowjetischen Abwehrspielers abgeblockt. Gerschkowicz, Prohaska für Josef Sara. Ja, das ist der Teil des Spielfeldes, in dem die Austria zu viele Fehler macht, nämlich im Mittelfeld. Gerschkowicz. Obermeier ist bei ihm. Und mit vereinten Kräften wurde Gerschkowicz hier der Ball abgejagt, zurück zu Tormann Baumgartner. Paritz. Unglaublich, wie konsequent die Dynamo-Spieler den Spielraum der Austria im Mittelfeld einengen. Kaum ist einer am Ball, sieht er sich umzingelt von zwei, drei Spielern. Ein Schuss von Drazan. Man kann feststellen, dass dies der erste halbwegs gefährliche Schuss der Austria in diesem Spiel war. Und zwar in der 30. Minute, genau nach einer halben Stunde. Hier Drazan. Und aus der Drehung geschossen. Allerdings die Schusshaltung hat nicht mehr gestimmt, bereits Rücklage. Und deshalb ging der Ball so hoch über das Tor. Bubnov. Prohaska gegen Parov. Das war ein gefährliches Spiel von Hans Birkner. Freistoß für Dynamo Moskau. Die Angriffsspitzen der Austria kommen bisher nicht zur Geltung. Aber sie sind vielleicht die Ärmsten in diesem Spiel überhaupt. Sie bekommen auf der einen Seite nicht die richtigen Bälle aus dem Mittelfeld, auf der anderen sind sie ganz konsequent und hautnah gedeckt. Birkner. Und Gerschkowicz. Machowikow. Schiedsrichter Garrido entscheidet hier auf Torabstoß. Austria kann ihm dankbar sein. Die Gäste von Prohaska hat jetzt alles gesagt. Wen soll ich anspielen? Baumeister, Birkner. Die ersten Pfiffe hier im Stadion. Die erste Enttäuschung bei den erwartungsfrohen Zuschauern.
Birkner. Hier hat er jetzt seinen Freistoß herausgeholt. Und das zählt unter Anführungszeichen zu seinen Aufgaben in diesem Match, möglichst viele Freistöße herauszubekommen, weil die Austria eingespielte Freistoßtricks hat. Und man hat gesehen, sie sind sehr gefährlich, als Prohaska schnell für Birkner abspielte. Prohaska. Gasseli. Guter Schuss von Felix Gasseli, einem der jungen Spieler bei der Austria und ein ganz großes Talent, dieser 22-jährige Felix Gasseli. Dem linken Fuß ein Aufsitzer. Morales, Gasseli, Obermeier, sehr aufmerksam gewesen jetzt, aber bereits Freistoß entschieden von Schiedsrichter Garrido. Noch 10 Minuten bis zur Pause, noch immer 0:0 zwischen Dynamo Moskau und Austria Memphis im Wiener Stadion vor 70.000 Zuschauern, die jetzt Schlachtgesänge anstimmen, um die Austria noch einmal aufzumöbeln, aufzuputschen. Und ein Schuss von Birkner. Die Distanz war viel zu groß, um hier einen Schuss zu riskieren. Im Fußballjargon heißt das eine Beleidigung für den Tormann, wenn man aus dieser Distanz versucht, einen Treffer zu erzielen. Ein großartiger Ballkünstler, Gasseli. Aber die Kunst in diesem Match ist nicht, den Ball über den Kopf zu ziehen, sondern den entscheidenden, den das Spiel öffnenden Pass anzubringen. Kasatschonok, Minajew. Josef Sara und Prohaska hat den Ball noch berührt. Morales. Birkner einmal in der Mitte. Rechts kommt Drazan mit. Der Ball etwas zu weit zurückgespielt. Und da ist die Abwehr schon formiert. Robert Sara, Baumeister. Die Austria erzielt sozusagen nur Breitenwirkung bisher in diesem Match. Kasatschonok. Josef Sara. Das war riskant. Da ist bestimmt einigen das Herz stehen geblieben bei dieser Abwehr von Josef Sara. Die Angriffsspitzen, und das sieht man bei Paritz, begehen auch bei der Ballannahme sehr viele Fehler. Der Ball springt oft unkontrolliert weg und dadurch werden einige Bälle verschenkt. Die übliche Durchsage bei Europapokalspielen, man weiß um die Strenge der UEFA, wenn es zu den geringsten Ausschreitungen kommt. Petruschin und Bubnov. Geradezu weggeblasen hat er jetzt Baumeister. Noch immer Bubnov.
Maximenkov, Machovikov. Einen Vorteil haben die Russen bisher gezeigt. Sie sind eher in der Lage, einen Mann im direkten Kampf auszuspielen, als die Austrianer. Die Austrianer scheitern zumeist bei dem Versuch, an einem Gegenspieler vorbeizukommen und damit sich Raum zu schaffen. Allerdings, ohne diesen Erfolg wird es heute nicht gehen. Es wird einmal notwendig sein, dass eine der Angriffsspitzen auf eigene Faust durchkommt, den unmittelbaren Gegenspieler ausschaltet, um zur Torchance zu kommen. Robert Zara, Drazan. Und ganz ohne Übersicht dieser Ball von Drazan verschenkt. Prohaska, Birkner. Umzingelt von zwei Spielern und einer hat ihm den Ball und es hatte den Anschein mühelos abgenommen. Bubnov. Paritz. Paritz ist durch und wird gefault. Das müsste ein Elfmeter sein. Es ist keiner. An der Strafraumgrenze wird dieses Delikt angezeigt. Wir werden die Wiederholung bekommen. Tommy Paritz. Er ist im Strafraum, ganz eindeutig im Strafraum. Die Wiederholung hat es gezeigt und ich hatte beim ersten Blick recht. Das Vergehen war im Strafraum. Hier hat Schiedsrichter Garrido die Austria ganz eindeutig benachteiligt. Das Ganze passiert in der 40. Minute bei einem Alleingang von Tommy Paritz. Und er hat versucht, aus dem Freistoß jetzt noch Kapital zu schlagen, hat überraschend geschossen, aber der Ball ging über die Querlatte. Feitkonzert im Wiener Stadion. Eine Fehlentscheidung knapp vor der Pause, aber vielleicht stachelt die Wut über diese Entscheidung die Austria jetzt zu mehr Dynamik an, zu einer noch aggressiveren Spielart, als sie es bisher hier gezeigt hat. Ja, so ein gegebener oder nicht geahndeter Elfer, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Er kann ein Spiel für eine Mannschaft, vor allem in dieser Phase, entscheiden. Er kann eine Mannschaft aber auch auf die Verliererstraße bringen. Hoffen wir, dass die Austria das Positivste aus dieser Fehlentscheidung herausholt und zu neuem Angriff bläst, dass sie es verwindet, dass sie hier vom Schiedsrichter benachteiligt wurde. Morales. Ich habe hier in meiner Kabine neben mir Hans Kranke. Hans Kranke wird in der Pause hier eine Auslosung durchführen. Hans Kranke hat sich für die Austria sozusagen zur Verfügung gestellt, allerdings nur für die Pause. Und ich möchte ihn kurz um seinen Eindruck von diesem Spiel bisher fragen. Ja, ich kann ja Folgendes sagen, Austrias Spiel ist drückend überlegen, aber noch ist leider kein Tor gefallen, aber vor wenigen Minuten war gerade ein Elfmeter, der war es, ein ganz klarer Elfmeter war und der Schiedsrichter hat ihm aber nicht gegeben. Das ist natürlich sehr schlecht, so kurz vor der Pause, denn dieser Elfmeter hätte Austria sicher enormen Auftrieb gegeben, aber ich hoffe, dass doch noch das entscheidende Tor fällt. Herr Kranke, die Angriffsspitzen haben es sehr schwer in diesem Match. Ja, vorne haben es die Austrianer natürlich sehr schwer, weil die Moskauer decken unerhört genau und sind auch sehr hart und körperlich sehr stark im Zweikampf.
Danke, Hans Kranke. Baumeister, die letzte Minute vor der Pause ist angebrochen. Und es hat den Anschein, als würde es mit 0:0 in die Pause gehen. Tommy Baritz. Austria Wien gegen Dynamo Moskau 0:0. Beide Mannschaften hatten je eine Riesenchance in dieser ersten Hälfte. Dynamo Moskau durch Gerschkowitsch in der 22. Minute und Austria durch Paritz knapp vor der Pause. Und der Pausenpfiff ist erfolgt. 0:0 im Europacup-Semifinale vor 70.000 Zuschauern im Wiener Stadion. Und jetzt ist es soweit. Beide Mannschaften unverändert in die zweiten 45 Minuten. Die Austria nach wie vor selbstverständlich ohne Karl Daxbacher. Karl Daxbacher ist bei mir hier in der Kabine. Und der wird uns kurz sagen, seinen Eindruck und was Schiedsrichter Garrido in dem Fall der strittigen Situation seiner Meinung nach getan hat. Und vor allem wird er uns sagen, was Trainer Stessel seiner Mannschaft für die zweiten 45 Minuten aufgetragen hat. Ja, also zum Spiel möchte ich sagen, es ist sehr schwer für unsere Mannschaft gegen dieses athletische und gut eingespieltes Team, also ein Tor zu machen. Und ich glaube, wir müssen noch mit noch mehr Einsatz und mit noch mehr Elan spielen, um das entscheidende Tor zu erzielen. Zum Elfmeter möchte ich sagen, also von meiner Warte aus habe ich es nicht genau gesehen, aber ich war in der Kabine und der Tommy Baritz hat mir gesagt, er war bereits einen Schritt im Strafraum drinnen, also ein klarer Elfmeter. Das war einer der Schüsse von Hans Pirkner jetzt nach Seitenwechsel. Noch ganz kurz zu Karl Daxbacher. Was hat Trainer Stessel der Mannschaft in der Pause gesagt? Ja, der Trainer hat natürlich die Mannschaft aufgemuntert und gesagt, also sie sollen mit dem gleichen Einsatz weiterspielen wie bisher, vielleicht etwas mehr den Ball in den eigenen Reihen halten und dadurch eben spielerisch etwas noch aufzukommen und einige Chancen herauszuarbeiten. Ich glaube, es wird uns gelingen, das eine Tor zu machen. Danke, Karl Daxbacher. Das Spiel haben Sie ja weiter mitverfolgen können. Keine wesentlichen Szenen. Jetzt ein Angriff von Dynamo Moskau. Und Tormann Baumgartner hat die Flanke sicher heruntergeholt. Das Entscheidende wird sein, ob die Austria das Tempo noch erhöhen kann, ob sie sich von der konsequenten Deckung durch die Dynamo-Spieler lösen kann. Wie das am besten geht, nun, wenn da jemand ein Patentrezept wüsste, er hätte es der Austria bestimmt verraten. Und jetzt gibt der Schiedsrichter den Elfer, den er vor der Pause nicht gegeben hat. Und zwar nach einem Foul an Morales. Wir bekommen sicher die Situation noch einmal. Hier ist es bereits. Morales. Und ein klarer Elfer. Ein ganz eindeutiger Elfmeter. Jetzt in der
48. Minute. Sie sehen ganz genau, es wird nicht der Ball, sondern das Bein sozusagen gespielt. Und das ist klarer Elfmeter. Morales, das ist der Mann, der gefoult wurde. Wer wird diesen Elfer für die Austria schießen? Macht es Hans Birkner. Eine große Verantwortung lastet jetzt auf dem Spieler mit der Nummer 11. Birkner läuft an, Schuss und Tor! Tor 1:0 für die Austria in der 48. Spielminute. Der Torschütze aus einem Elfmeter ist Hans Birkner. Kontrolliert geschossen dieser Elfer, gegen die Gewohnheit des Hans Birkner, nur einfach drauf loszuknallen, sondern mit Überlegung. Ich möchte fast sagen, er hat abgewartet, was der Tormann macht. Den Tormann Gontar flog in die von ihm aus gesehen rechte Ecke und Birkner hat den Ball geschickt in das linke Eck geschossen. Hier noch einmal dieser Elfmeter, der vielleicht für die Austria den Aufstieg in das Finale bedeutet. Gontar in der falschen Ecke und Hans Birkner hat verwandelt. Die Austria hat auch schon Vorsorge getroffen, um eventuell eine neue Kraft in dieses Spiel zu bringen. Martinez wärmt bereits auf. Er hat ja in Tiflis gespielt. Gontar, der Tormann, ist jetzt beschäftigungslos. Schaut einen Angriff einer Offensive seiner Dynamo-Mannschaft zu, die jetzt alles auf eine Karte setzen muss. Und Baumgartner hat sich hier den Ball geangelt. Ich glaube, geangelt ist der richtige Ausdruck. Prohaska. Hier noch einmal diese Szene von Baumgartner. In der Zwischenzeit ein Foul im Mittelfeld und ich glaube, es war an Baumeister, nein, an Prohaska. Baumeister ist rechts neben Prohaska. Schiedsrichter Garrido war auch einigermaßen froh, dass er diesen Elfmeter sofort nach der Pause geben konnte. Er war sich in der Pause nicht ganz sicher, war nicht ganz glücklich über seine Entscheidung. Hier wird ein Austausch vorgenommen. Nummer 16, Seretelli, kommt in das Spiel bei Dynamo Moskau. Und der Mann, der das Spielfeld verlassen hat, ist der rechte Verteidiger Parov. Das heißt, Offensive wird von Dynamo Moskau signalisiert. Nummer 16, Seretelli, ist uns in unangenehmer Erinnerung. Er hat ja ein Tor beim 2:1 von Dynamo Moskau in Tiflis erzielt. Und zwar jenes zum 1:1. Die Fernseher werden sich erinnern, es war ein Kopfball nach einer Flanke von rechts.
Ja, aber das Spiel der Austria wird natürlich jetzt schwungvoller. Jetzt hat die Mannschaft den nötigen psychischen Auftrieb erhalten durch dieses Führungstor. Jetzt spielt es sich ganz einfach leichter, aber keinesfalls noch leicht, denn 1:0, das ist die Minimalforderung, die für einen Aufstieg in das Finale gestellt wird. Hier haben Sie Martinez, den Mittelfeldspieler der Austria aus Uruguay. Er wärmt bereits auf. Entschlossen mitzuhelfen, das große Ziel zu erreichen, nämlich Paris. Robert Zara, Gasselig. Ein Foul an Gasselig und ich glaube, Sie werden mir recht geben, das Spiel der Austria ist einfach gelöster, nicht mehr so hektisch, nicht mehr so verkrampft wie in den ersten 45 Minuten. Prohaska. Und ein Kopfballtor von Morales nach einer Flanke oder einem abgerissenen Schuss von Prohaska. Ist ja ganz egal nach was, jedenfalls 2:0 für die Austria durch Morales. Das Ganze passiert in der 56. Spielminute. Austria Memphis führt mit 2:0, der Torschütze Morales. Wir bekommen die Szene selbstverständlich noch einmal. Hier haben Sie Prohaska. Der Ball kommt noch einmal zurück zu ihm. Jetzt hat er versucht zu schießen. Ganz eindeutig, Morales richtig hineingesprungen und Tormann Gonta hatte keine Chance. Ein herrliches Kopfballtor von Morales. Austria führt 2:0. 2:0, das ist ein erstes Aviso an das Prinzenparkstadion von Paris. Wir kommen. Cerretelli, der neue Mann. Drazan. Paritz für Gasselig. Aus der Sicht von Dynamo Moskau ist diese Partie natürlich noch nicht so eindeutig verloren, wie es der Spielstand signalisiert. Ein einziges Tor würde Moskau zurück ins Spiel, zurück in den Europapokal bringen. Bei einer 1:2 Niederlage nach regulärer Spielzeit käme es ja zu einer Verlängerung und dann eventuell zu einem Elferschießen. Beide Mannschaften haben bereits eine Runde überstanden durch Glück im Elferschießen. Die Austria in Split und Dynamo Moskau gegen Craiova, gegen Universitat Craiova nach einem 2:0 und 0:2 die Entscheidung im Penaltyschießen. Und gegen Split war es ja zweimal 1:1 der Austria. Prohaska. Prohaska für Morales. Zwischen den Beinen durch. Ja, jetzt läuft das Spiel der Austria. Jetzt sind die Russen geschockt. Geschockt von diesen schnellen Toren nach der Pause.
Drazan. Wir bringen jetzt noch einmal sozusagen zum Ergötzen der Zuschauer dieses zweite Tor der Austria. Ein herrlicher Treffer von Morales. Diese eine Zuspielung hat nicht ganz geklappt von dem zweiten Tor. Dafür haben Sie die herrliche Angriffsaktion der Austria gesehen, die jetzt ja gelöst, die jetzt dynamisch, die jetzt zuversichtlich hier spielt. Gasselig. Paritz. Und Tormann Gonta. Ja, das sind jetzt gefährliche Szenen vor dem Tor von Gonta. Ja, und auch nicht ungefährlich der Schuss von der Nummer 11 von Minaev. Gespielt ist etwas mehr als eine Stunde und die Austria führt hier mit 2:0 gegen Dynamo Moskau, befindet sich also im Augenblick bereits im Finale des Europapokals der Cupsieger. Kasacjonok für Zeretelli. Jetzt darf die Austria nicht den Fehler machen, den sie in der zweiten Hälfte in Tiflis begangen hat, zu wenig Initiative zu zeigen, sich zurückzuziehen. Zu gefährlich ist ein Kontertor von Dynamo Moskau. Ja, diese Spielereien kosten den Zuschauern natürlich Nerven. Gasselig wollte Paritz einsetzen. Durch die Offensive von Dynamo bietet sich natürlich jetzt auch für die Austria-Angriffsspitzen mehr Raum zum Angreifen. Machowikow und Robert Zara. Prohaska. Das Spiel beruhigen, kontrolliert spielen, jetzt nur nicht heißblütig werden. Das ist das Gebot an die Wiener Austria in dieser Phase des Spieles. In der 63. Spielminute beim Spielstand von 2:0. Prohaska in dieser Phase, letzter Mann bei der Austria. Die Sowjets bringen jetzt noch einen neuen Mann ins Spiel. Warten wir aber diesen Angriff von Austria ab. Gasselig, Paritz, Robert Zara, Drazan. Ja, und jetzt traut sich die Austria etwas. Das hat man bei diesem Schuss von Fritz Drazan gesehen. Ein neuer Mann jetzt noch bei Dynamo.
Jakubik, das ist jener Spieler, der in der ersten Hälfte in Tiflis gespielt hat. Jakubik geht in der 64. Minute ins Spiel. Und Gerschkovic ist aus dem Spiel. Spielerei von Gasselich, Minajew, ja, ganz gefährlich sind diese Flanken von den Dynamo-Spielern, die muss man nach Möglichkeit versuchen zu unterbinden durch ein konsequenteres Angehen der Außenverteidiger. Baumeister, wieder Minajew. Gasselich, die Kontermöglichkeit für Drazan. Wir sind bereits in der 65. Minute, noch immer 2:0 für die Austria. Und jetzt ein ganz anderes Spiel. Jetzt läuft Dynamo Moskau einem Tor nach, jenem rettenden einen Treffer, der die Mannschaft in das Europacup-Semifinale zurückbringen würde. Sehr gescheit von Prohaska, hier zu versuchen, den Alleingang und das Foul zu provozieren. Morales, der älteste Spieler, der das zweite Tor erzielt hat. Paritz. Noch immer Paritz. Baumeister, ein Fehlpass, der allerdings jetzt nicht vorkommen dürfte. Zeretelli. Minajew. Sehr sicher heute, Tormann Baumgartner, auch beim Herauslaufen auf die Flanken. Er hatte ja dabei einige Unentschlossenheit in Tiflis gezeigt. Heute ohne Fehl und Tadel der Tormann von Austria Memphis. Baumeister entschuldigt sich durch Handheben. Minajew, Kasatschonok. Prohaska, Birkner für Baumeister, Baumeister für Birkner, allerdings zu steil. Der Junior in den Reihen der Austria hat jetzt keine Nerven, Ernst Baumeister begeht einige Fehler. Gasselich für Drazan, Paritz, Robert Zahra. Da hat Drazan versucht, den Ball ins Spiel zurückzuschwindeln.
Dolmatov. Er hatte sich in der ersten Hälfte überhaupt nicht in das Angriffsspiel eingeschaltet. Baritz. Birkner. Obwohl es ein Fehlpass war, hat sich Birkner hier den Ball, den abspringenden Ball noch erkämpfen können. Jakubik und Eckball für Dynamo Moskau. Das ist der neue Mann, Jakubik. Drazan. Petrushin. Und zurück zum Tormann, nein. Aber immerhin eine Verzögerung, eine Verschnaufpause, die dieses Manöver vom Baumeister gebracht hat. Ruhig Blut bewahren, das ist jetzt die Aufgabe der Austria bei einem 2:0 Vorsprung in der 70. Spielminute. Minajew für Petrushin. Baritz, Drazan, Flanke von Drazan. Das ist alles Zeit für Austria Memphis jetzt in Richtung Paris. Zeit, die hier jetzt für die Austria im wahrsten Sinne des Wortes Goldes wert ist. Auch Tormann Baumgartner hat jetzt auf die Uhr geschaut. Sie haben ihn in Großaufnahme gehabt. Wie lange geht es noch? Wie viele Minuten trennen uns noch vor unserem ganz großen Ziel? Von der Chance unseres Lebens, nämlich dem Endspiel. Birkner hat sich einmal durchsetzen können. Birkner strebt dem Tor zu. Und an die Stange, an die Innenstange. Das war Pech jetzt für Hans Birkner in der 72. Spielminute. Auf einen solchen Augenblick von Hans Birkner hat die Austria, haben 70.000 Zuschauer in diesem Match gehofft. Gasselich. Und Gonta. Ein dynamischer Sturmlauf von Hans Birkner war das und der Ball ging an die runde Innenstange und von dort zurück ins Spielfeld. Spielminute 2:0 und beinahe 3:0 für Austria Memphis.
und das Angriffsspiel von Dynamo Moskau deutet nicht darauf hin, dass den Russen hier ein Tor so schnell gelingen wird. Allerdings auch in Tiflis machte Dynamo Moskau lange Zeit den Eindruck, als täte sich diese Mannschaft beim Toreschießen schwer, und dann innerhalb von 2 Minuten von 0:1 auf 2:1 für Dynamo. Gasselich kann sehr viel am Ball. Geschickte Körpertäuschung. Ja, und viele Hunde sind des Hasen tot. Petrushin. Jakubik. Noch immer Jakubik. Minajew. Baumgartner weiß, was da an ihm vorbeigegangen ist. Er dürfte sich aber auch verletzt haben bei dieser Aktion. Hier haben wir noch einmal Baumgartner verfehlt und stößt zusammen. Hält sich jetzt die Schulter. Nur ja, jetzt kein Tormannwechsel bei der Austria. Die Austria könnte das am wenigsten brauchen. Ersatzmann Weninger läuft sich bereits warm. Aber wir hoffen alle, dass Tormann Baumgartner weiterspielen kann. Dass er auch hier versucht, ein wenig Zeit zu gewinnen. Dass die Verletzung nicht so arg war, wie sie vielleicht für die Zuschauer ausgesehen hat. ...76. Spielminute und Baumgartner spielt weiter. Gerade ihm hatte man in Tiflis einen Vorwurf gemacht, dass er immer zu schnell ausgeschossen hat und dadurch die Drangperiode von Dynamo erhöht hat. Vielleicht war diese Verletzung jetzt ein bisschen vorgetäuscht, um Zeit zu gewinnen, um Fehler gut zu machen. Gasselich. Dolmatov und Novikov. Birkner hat jetzt auch den Ballbuben gezeigt. Lass dir Zeit. Nur den Ball nicht zu schnell ins Spiel zurück. Jetzt gilt es zu verzögern, wo es nur geht. Jetzt gilt es, den Rhythmus des Spieles zu zerstören, um Dynamo ja nicht mehr zu zusammenhängenden Aktionen kommen zu lassen. Das ist eine Usance, die alle großen Mannschaften praktizieren. Und die Austria gehört ja, wenn sie dieses Finale heute schafft, zu den großen Mannschaften im europäischen Fußball. Das war ein Schuss von Baumeister. Hören wir diesen Schuss von Baumeister noch einmal. Baumeister, er hat bereits 2 Tore für die Austria auf dem Weg in dieses Semifinale geschossen. Darunter den wichtigen Treffer in Tiflis. Nicht nur sportlich, auch finanziell würde sich dieser Erfolg für die Austrianer lohnen. Er würde ihnen eine Superprämie von 130.000 bis 150.000 Schilling bringen. Aber die Spieler haben vor dem Match glaubhaft versichern können, dass es ihnen in erster Linie um das große sportliche Ziel geht. Man hat ihnen das abgenommen. Sie waren einfach mit der richtigen Einstellung bei dieser schwierigen Aufgabe.
wenn man Erfolg hat, dann kommt im Fußball die Prämie quasi von selbst. Birkner, und er hat den Ball nicht mehr erreichen können, aber er hat ihn noch weit über die Laufbahn hinweggeschossen. Schiedsrichter Garrido zeigt, dass er hier jetzt ein schnelleres Spiel möchte, dass er gegen diese Verzögerungen wahrscheinlich einschreiten wird und einrechnen lässt. Obermeier. Ja, diese Szenen jetzt sind keinesfalls schön. Aber die Austria macht hier das, was große Mannschaften uns oft im Fernsehen vorexerziert haben. Jetzt wird Zeit geschunden um jeden Preis. Auch um den Preis der Sportlichkeit. Diese beschwichtigenden Gesten der Austria-Spieler. Sie sagen alles. Sie zeugen aber auch von Cleverness, die in dieser doch jungen Mannschaft drinnen ist. Zehn Minuten trennen die Austria jetzt noch von Paris. 10 schwere Minuten, vielleicht die 10 schwersten Minuten im Leben dieser Mannschaft. Das große Ziel vor Augen, aber immer wieder gefährdet durch jeden Konter von Dynamo Moskau. Das ist etwas, das an den Nerven zehrt. Das kann nur einer ermessen, der das selbst einmal miterlebt hat. Vielleicht sagt uns Hans Kranke kurz, was jetzt in den Gehirnen von Fußballern vorgeht, wenn sie so knapp vor einem so großen Triumph stehen. Wir warten noch diese Chance von Dynamo ab. Sicher vom Baumgartner heruntergefahren. Und jetzt bitte Hans Krank. Naja, es sind jetzt für die Austrianer natürlich die fürchterlichsten Minuten, denn sie stehen kurz vorm Finale und es sind noch 10 Minuten zum Spielen und sie versuchen unbewusst das Ergebnis zu halten und das ist schlecht, das ist aber normal, glaube ich. Das Ergebnis und den Ball zu halten. Baumgartner hat ihn. Jetzt noch einmal die Zeitlupe von diesem Schuss, den Baumgartner ganz sicher abfängt. Wir werden selbstverständlich mit Spielschluss hier versuchen, Interviews von der Austria zu bekommen, noch unmittelbar auf dem Spielfeld. Die Austria nimmt jetzt einen Wechsel vor. Martinez möchte ins Spiel kommen und Gasselich, der sich ausgepumpt hat als defensiver Mittelfeldspieler, läuft zur Seitenoutlinie. Er weiß nicht ganz, ob es ihn betrifft. Jawohl, Gasselich verlässt das Spielfeld. Er hat es nicht gerne getan, denn wahrscheinlich möchte er auch den Augenblick auf dem Spielfeld erleben, in dem zur Wirklichkeit wird, wovon die Austria bisher nur geträumt hat. Aber so ein Austauschmanöver, das gehört auch zur Taktik eines Trainers. Und man hat ja Hermann Stessel leise Vorwürfe gemacht, dass er in Tiflis die Trankperiode von Dynamo nicht mit Spielerwechsel unterbrochen hat.
Ein gefährlicher Freistoß jetzt. Und das Ganze 6 Minuten vor Schluss. Petrushin und abgewehrt von Prohaska. Es wäre unfair, heute einen Spieler bei der Austria besonders herauszustreichen. Alle haben gegeben, was in ihnen steckt. In manchen Phasen hatte man den Eindruck, als wollten sie mehr geben, als sie können, vor allem in der ersten Hälfte. Die Einstellung hat jedenfalls gestimmt. Jetzt Paritz gegen Machovikov. Pirkner. Schuss von Pirkner weit daneben. Aber das bringt auch wieder wertvolle Sekunden. Faszinierend war die Unerschrockenheit der Austria und besonders hier die Kaltblütigkeit der jungen Spieler, eines Baumeister, eines Prohaska, alle 21, 22 Jahre alt. Sie haben die große Nervenprobe hier bestanden. Das darf man jetzt sagen, ganz egal wie dieses Spiel sich noch gestaltet. Birkner hat wieder einen Freistoß herausgeholt. Trainer Stessel bringt noch einen neuen Spieler und zwar wärmt sich Pospisil auf. Morales. Noch 4 Minuten zu spielen. 4 Minuten trennen die Austria vom Europapokalfinale der Cupsieger. Möglicher Gegner ist dort Anderlecht, die belgische Mannschaft. Der Pokalverteidiger Hamburger SV ist ja bereits aus dem Bewerb ausgeschaltet von Anderlecht. Jetzt erfolgt der Austausch bei der Austria. Ein frischer Spieler kommt jetzt noch aufs Feld, nämlich Pospisil. Alles dient dem Zweck, hier ja kein gefährliches Spiel mehr aufkommen zu lassen. Fritz Drazan geht vom Feld. Offiziell sind es jetzt nur noch 3 Minuten. Der Countdown beginnt hier. Prohaska. Und der Ball ist Torout. Schiedsrichter Garrido geht jetzt selbst den Ball nach, um ihn möglichst schnell ins Spiel zurückzubringen. Wenn die Austria das schafft, dann ist sie die erste österreichische Mannschaft in einem Europapokalfinale. Die Austria, die bereits 2-mal in ihrer Urgeschichte sozusagen Mitropa-Cup-Sieger geworden ist, hat jetzt das Europapokalfinale der Cup-Sieger vor Augen. Und steht bestimmt vor dem größten Erfolg in der Nachkriegszeit. Prohaska simulierte jetzt auch ein wenig die Durchführung dieses Freistoßes. Zurückgespielt zu Tormann Baumgartner und das Stadion jubelt. Die Zuschauer wissen, was jetzt auf dem Spiel steht. Warum die Austria dieses Rückzugsgefecht antritt. Nur ja keinen Ball herschenken jetzt. Und Martinez hat das nicht gehört. Offiziell noch 1 Minute warten wir, ob der Schiedsrichter etwas einrichtet. Prohaska. Paritz, wieder Prohaska.
Martinez, Baumeister. Ein Foul, der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen. Die 90. Minute ist angelangt. Und die Austria steht so gut wie sicher im Finale des Europacups, der Cupsieger. Der Schiedsrichter blickt bereits auf die Uhr. Noch eine gefährliche Aktion jetzt von Dynamo. Und das war ein Tor. In der 90. Spielminute. In der 90. Spielminute ist es passiert. In jenem Augenblick, als schon fast sicher schien, dass die Austria das Endspiel erreicht hat. Schauen wir, ob es überhaupt noch zu einem Anstoß kommt. Zwei zu eins. Und jetzt kommt auf die Austria aller Voraussicht nach das Nachspiel von 2x15 Minuten zu. Jawohl! Wenige Sekunden vor dem Abpfiff ist es passiert. Jakubik, der eingewechselte Spieler, hat hier ausgeglichen, hat das Torverhältnis auf 3:3 ausgeglichen. Und jetzt ist hier ein Nachspiel notwendig. Zweimal 15 Minuten beginnen. Und sollte in der Verlängerung keine Entscheidung fallen, dann käme es zu einem Elferschießen. Also die Nerven beider Mannschaften werden hier noch stark strapaziert werden. Kasacionov, Baumeister, Josef Sara, Martinez, Prohaska. Die Austria hat jetzt noch einen weiten Weg nach Paris. Anderlecht ist bereits im Finale und zwar durch einen 2:0-Sieg über Twente Enschede, wie ich soeben hier von meinem Assistenten Sepp Graf erfahre. Also ein Finalist steht mit Anderlecht fest. Wer wird der zweite sein? Austria Memphis oder Dynamo Moskau?
Die Russen haben sich natürlich durch dieses Tor in letzter Sekunde jetzt gefangen. Das hat ihnen Auftrieb gegeben und Kraftreserven haben sie bestimmt genügend. Sie gelten ja als besonders konditionsstark, athletisch durchgebildet und jetzt psychisch auch wieder aufgerichtet. Bei der Austria könnten sich jetzt die Austauschmanöver rächen, die in der Schlussphase vorgenommen wurden. Dadurch wurde die Mannschaft ja zerrissen. Aber das ist eben das Wabankspiel, das Trainer Hermann Stessel eingegangen ist. Baumeister. Gespielt sind 5 Minuten in der Verlängerung. Austria führt mit 2:1. Aber der wahre Spielstand ist 3:3. Im Grunde ist die Ausgangsposition jetzt die gleiche wie zu Beginn dieses Spieles hier. Die Austria muss ganz einfach ein Tor schießen, will sie in das Finale des Europapokals der Cupsieger vorstoßen. Das gibt einen Freistoß für die Austria. Ganz saubere Attacke von Tormann Gontar. Aber ich glaube, die Szene war doch nicht elfmeterreif. Kasacjonok, Prohaska. Wir schauen es uns noch einmal genau an. Ja, da hat sich Tormann Gonta nach dem Ball gehechtet. Jedenfalls, das war am Rande eines Elfmeters, während ja jene Entscheidung in der 40. Spielminute nach dem Foul an Paritz ganz eindeutig zu fällen gewesen wäre, nämlich Elfmeter. Es hat keinen Sinn, jetzt vergebenen Möglichkeiten hier nachzuweinen. Die Aufgabe ist es, über das Nachspiel in das Finale des Europapokals der Cupsieger zu kommen.
Zuschauer pfeifen jetzt etwas. Sie werfen damit der Mannschaft von Dynamo vor, zu wenig zu tun. Prohaska. Ein herrlicher Schuss, aber auch er hat nichts eingebracht. Ein Schuss von Pospisil, glaube ich, jawohl. Fünf Minuten noch bis zum letzten Wechsel. Die Austria in diesem Nachspiel bisher etwas initiativer, aber doch fällt dieses Nachspiel gegenüber dem Hauptmatch sozusagen ab. Es ist im Augenblick eher abwartend gestaltet von beiden Mannschaften. Ein Foul von Petrushin an Prohaska. Freistoß muss wiederholt werden. Baumeister. Pospisil. Wieder Baumeister. Ein Fehler, der Ball sprang ihm vom rechten Fuß. Jakubik, der Torschütze. Und eine Riesenchance für Martinez. Und auch den Nachschuss bringt er nicht an. Dorman Gontar hat diesen Bombenschuss von Martinez abgewehrt. Die größte Chance jedenfalls im Nachspiel bisher. Überraschend kommt Martinez noch an den Schuss. Bombt drauf, los, schießt den Tormann an und kommt nicht mehr zum Nachschuss. Prohaska für Josef Sara. Der Nachschub aus dem Mittelfeld fehlt jetzt bei der Austria. Obermeier mit letzter Kraft und Anstrengung sich hier noch dem Ball entgegengeworfen. Pospisil. Baumeister, Martinez, Birkner für Baumeister, zurück zu Birkner, Baumeister. Prohaska. Zu riskant angegangen von Obermeier. Kasatschonok. Zwei sowjetische Angriffsspitzen laufen mit und Prohaska hat die Situation bereinigt. Kein Abseits. Paritz. Paritz und der Haken war überflüssig. Das Ganze
in der 14. Minute des Nachspiels. Insgesamt die 104. Minute in diesem zweiten Semifinalspiel. Noch eine Chance für Baritz. Casaciono. Ja, diese Flanken sind brandgefährlich von Dynamo Moskau. Morales. Pospisil. Cerretelli. Und 15 Minuten sind um, 105 Minuten gespielt. Letzter Wechsel. Noch einmal Beifall hier von 70.000 Zuschauern für die Wiener Austria. Letzter Ansporn für die letzten 15 Minuten. Man versucht der Mannschaft noch einmal Auftrieb zu geben. Das Publikum stand ja wie ein Mann heute hinter dem österreichischen Fußballmeister. Hier jetzt die Müdigkeit zu überwinden, das ist das große Grundstück, das die Austria zustande bringen muss. Und sie spürt wahrscheinlich nicht nur den Kräfteverschleiß, sondern sie spürt nach wie vor den Schock, der sie in letzter Sekunde des Hauptspiels doch noch aus dem Finale zurückgewiesen hat, vorläufig zurückgewiesen hat. Prohaska, ein Pressball und Robert Zara hat ausgebessert. Morales. Wieder Morales. Dynamo Moskau hat in der Meisterschaft erst ein Spiel gespielt, hat Pokalspiele hinter sich, ist aber erst am Beginn der Saison. Vielleicht kann die Austria größere Kraftreserven hier jetzt ausspielen. Warten wir, was die nächsten 13 Minuten hier bringen. Immer wieder Austria, die Zuschauer stimmen Schlachtgesänge an. Sie werfen sozusagen ihre letzten Stimmbandreserven in diese Europacup-Schlacht. Sie wollen der Mannschaft selbstverständlich damit helfen, in den letzten 12 Minuten doch noch die Entscheidung zu erzwingen. Martinez jetzt verletzt. Er muss die Hilfe des Masseurs in Anspruch nehmen. Sie sehen das im Augenblick nicht.
Pirkner. Und Eckball. Gonta, der Tormann, hat kurz reklamiert. Robert Zara tritt den Eckball. Und Martinez und Morales haben verfehlt. Prohaska. Morales hat sich mit letzter Kraft da versucht, in die Flanke hineinzuwerfen. Julio Morales. Heute eine Hauptfigur auf diesem Spielfeld. Er hat den Elfer herausgeholt, der Austria die 1:0-Führung brachte. Und er hat selbst das 2:0 erzielt. Noch 10 Minuten sind zu spielen. Ein Freistoß für Dynamo. Foul an Zeretelli. Ganz knapp am Tor vorbei. Baumgartner hat den Ball nicht mehr berührt. Ja, auf diesen Hubert Baumgartner könnten ganz entscheidende Minuten noch zukommen. Sollte hier ein Elfmeter schießen, die Entscheidung über den Aufstieg ins Finale bringen müssen. Jakubik ist der Mann, der diese Verlängerung hier notwendig gemacht hat. Durch sein Tor wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Ein Freistoß für Dynamo. Noch 7 Minuten. Robert Zara. Pospisil. Fehler von Pospisil. Machovikov. Zeretelli. Martinez. Er hinkt, er ist nicht mehr full fit. Birkner. Prohaska. Pospisil. Schiedsrichter lässt hier weiterspielen.
Prohaska. Paritz. Und Eckball. Birkner dürfte einen Krampf erlitten haben. Zeichen von enormen Anstrengungen in diesen 115 Minuten bisher. Noch etwas mehr als 5 Minuten zu spielen. Und dann müsste ein Elferschießen über den Aufstieg in das Endspiel entscheiden. Ein Fußballkrimi, ähnlich wie in Split, als die Austria ein 1:1 über die Runden brachte. Die Austria, die heute schon wie der sichere Finalist ausgesehen hat und die jetzt alles geben muss, vor allem alles an physischer Kraft und an Nervenkraft, um doch noch in das Endspiel am 3. Mai in Paris zu kommen. Morales. Vor allem an Morales hat man jetzt gesehen, wie fertig die Spieler beider Mannschaften sind. Morales im Besonderen. Er ist ja bereits 33 Jahre alt, der älteste Spieler auf dem Platz überhaupt. Eine Kontroverse zwischen Birkner und Tormann Gontar. Birkner hat den Tormann beim Ausschuss behindert. Indirekter Freistoß für Dynamo. 4,5 Minuten noch bis zum Ende der regulären Spielzeit. Und es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, beide Mannschaften im Augenblick stehend K.O. Beide Mannschaften haben bereits alles gegeben, was in ihnen steckt. Die Spieler, die im Augenblick auf dem Spielfeld sind, werden auch, sollte es zum Elferschießen kommen, zu diesem Elferschießen antreten müssen. Es ist nicht erlaubt, dann Spieler von der Bank für dieses Penaltyschießen heranzuziehen. Jetzt wieder indirekter Freistoß. Und selbstverständlich für Dynamo Moskau. Der Tormann darf beim Ausschuss nicht angegangen werden. Prohaska. Zwei Minuten sind hier noch zu spielen. Zwei Minuten. Und wenn sich an dem Spielstand nichts ändert, dann käme es zum Elferschießen.
Braska. Martinez gegen Jakubik. Out für die Moskauer. Machovikov, Petrushin, Minayev, wieder Petrushin, und Machovikov. Prohaska schickt Paritz. Paritz für Martinez, Prohaska. Vielleicht die letzte Attacke in der regulären Spielzeit. Wir stehen bereits in der 120. Minute. Robert Zara. Baumeister. Noch einmal Baumeister. Pospisil. Und hier ist das Schlusszeichen, glaube ich, von Schiedsrichter Garrido. Noch eine Aktion. Baumeister. Und das ist der Schlusspfiff. Austria gegen Dynamo Moskau. 2:1. Das erste Spiel 1:2. Und das bringt ein Elfmeterschießen um den Einzug in das Finale des Europapokals der Cupsieger. Bis dahin wird einige Zeit noch vergehen. Es wird das Tor bestimmt, auf das geschossen wird, und die Mannschaft, die beginnt. Eine ungeheure Nervenbelastung jetzt für die ersten 5 Schützen beider Mannschaften. Es werden 5 Schützen bestimmt. Warten wir ab, wer bei der Austria auserkoren wird, hier jetzt anzutreten zum Elferschießen. Elferschießen an und für sich die leichteste Art, im Fußball zu Toren zu kommen. Aber wenn der Einsatz so hoch ist wie augenblicklich hier vor 70.000 Zuschauern im Wiener Stadion, dann wird auch das zur Schwierigkeit. Austria Memphis beim Europacup-Finalspiel am 3. Mai in Paris. Europa Austria bietet Ihnen die Möglichkeit, in komfortablen Chartermaschinen am 3. Mai zum Europacup-Finalspiel der Cupsieger nach Paris zu fliegen. Erkundigungen wollen Sie bitte beim Austria Memphis Sekretariat, Wien 1, Schellingasse einholen. Telefonnummer 52 42 02. Den Lautsprecher ertönen Fußballrhythmen. Das Stadion singt mit.
größte Anspannung jetzt hier vor dem entscheidenden Elferschießen. Bei der Austria sehe ich Morales, Paritz auf dem Spielfeld, Pirkner, Prohaska und Martinez. Das sind also jene fünf Spieler, auf denen die Lasterverantwortung jetzt ruht. Jene fünf, die Nerven bewahren müssen, um hier vielleicht doch noch die Entscheidung zugunsten der Austria zu erzwingen. Eine Entscheidung, die bereits gefallen schien, als die Austria 30 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit mit 2:0 führte und dann dieses Kontertor von Jakubik einstecken, hinnehmen musste. Bei Dynamo Moskau ist Zeretelli auf dem Spielfeld, dann Kapitän Dolmatov, dann Bubnov und Zeretelli sehe ich. Warten wir, wen die Sowjets bestimmt haben, um hier Elfer zu schießen. Ja, das sind jetzt hektische Minuten, Minuten, die wahrscheinlich an die Grenzen des Erträglichen für Spieler und auch für Zuschauer gehen. Dynamo Moskau hat noch die komplette Mannschaft auf dem Spielfeld. Bei der Austria kommen jetzt auch jene Spieler zurück, die nicht dafür vorgesehen waren, unter den ersten fünf Elferschützen aufzuscheinen. Die fünf Schützen, ich wiederhole sie noch einmal, sind bei der Austria Tommy Paritz, dann Prohaska, Morales, Martinez und Pirkner. Wie gesagt, beide Mannschaften haben bereits einmal eine Entscheidung im laufenden Bewerb durch Elferschießen zu ihren Gunsten erzwungen. Wie ich sagte, Dynamo Moskau gegen Universitat Craiova in der zweiten Runde und die Austria in Split gegen Hajduk Split. Ja, und Baumgartner wird als erster versuchen, sich gegen den Elfmeterschützen erfolgreich zur Wehr zu setzen. Baumgartner, der in Split zweimal abgewehrt hat, als die Austria das Elferschießen mit 3:0 gewonnen hat. Und unter den Pfiffen der Zuschauer macht sich der erste Spieler von Dynamo Moskau bereit zu schießen. Es ist die Nummer 9, es ist Kasatschonow. Kasatschonow gegen Tormann Hubert Baumgartner. Kasatschonow läuft an.
und 1:0 für Dynamo Moskau. Tommy Paritz muss versuchen, diesen Vorsprung auszugleichen. Hier noch einmal Kasatschonok gegen Baumgarten. 1:0 im Elferschießen für Dynamo Moskau. Tommy Paritz, der auch in Split den ersten Elfer verwandelt hat. Ja, da muss alles genau stimmen. Da soll man sich nachher nichts vorwerfen dürfen. Paritz läuft an und Tor. 1:1. Der nächste bitte. Noch einmal Paritz gegen Domtar. Und der Mann, der jetzt für Dynamo Moskau schießen wird, ist Maximenkov. Maximenkov gegen Baumgartner. Beinahe unerträglich die Spannung. Und Tor. Ganz genau geschossen. Unerhört präzise. Ganz genau ins Kreuzeck. Und Hans Birkner, der heute bereits einen Elfer verwandelt hat, muss nun den Rückstand einholen. Birkner läuft an. Schuss und Tor. Da hat nicht viel gefehlt. Gonta war mit den Händen am Ball. Ist das eine Zerreißprobe für Spieler, Zuschauer und natürlich auch für uns Reporter. Nummer 16, Zeretelli. 2:2. Eine fast unglaubliche Ausgeglichenheit. Zeretelli. Und 3:2. Bis jetzt ist der Tormann mit Ausnahme von der Reaktion von Gonta stets in die falsche Ecke gegangen. Prohaska. Die Austria hat ja hier jetzt ein Handicap-Rennen zu bestreiten. Dynamo Moskau legt vor und die Austria muss immer wieder gleichziehen. Prohaska gegen Gonta. Prohaska läuft an. Und Tor. 3:3. Da kommt der gefühlvolle Fußballer Prohaska zum Ausdruck. 3:3. Der nächste ist die Nummer 15, Jakubik. Schauen Sie sich ihn genau an. Er ist der Mann, der in der 90. Minute das Ehrentor für Dynamo Moskau erzielt hat. Der Mann, der also dazu beigetragen hat, dass es zu dieser knappen Entscheidung im Europacup-Semifinale kommen konnte. Jakubik läuft an. Und Tor. 4:3. Der nächste ist Julio Morales. Wieder Baumgartner im falschen Eck.
Morales läuft seitlich an. Und Tor. Seitlicher Anlauf. Und sicher verwandelt von Julio Morales. 4:4. Bubnov mit der Nummer 5. Einer der dominierenden Spieler in diesem Semifinale. Gegen Baumgartner. Läuft an. Und abgewehrt. Ist das die Möglichkeit? Der letzte der ersten 5 Elfer wurde abgewehrt. Roberto Martinez. Unglaublich. Baumgartner hat diesen nicht umplatziert und nicht leicht geschossenen Elfer abgewehrt. Alberto Martinez hat es jetzt vor den Beinen. Die Austria durch die Verwandlung des letzten von 5 Strafstößen in das Europapokalfinale nach Paris zu schießen. Martinez läuft an und Austria ist im Finale. Unglaubliche Szenen spielen sich jetzt hier ab. Wir werden versuchen, sie mit Interviews auch noch einzufangen. Austria ist durch einen 5:4-Sieg im Elferschießen gegen Dynamo Moskau im Finale des Europapokals der Cupsieger. Und Austria wird dort auf Anderlecht aus Brüssel treffen. Ja, hier spielen sich jetzt unbeschreibliche Szenen ab. Die Wiener Austria macht Ehrenrunden, bedankt sich beim Publikum. Wir haben Trainer Hermann Stessel vor dem Mikrofon. Er ist etwas kühl, aber der Erfolg, glaube ich, der kann auch an ihm nicht vorbeigehen. Ja, es ist ein wunderbares Gefühl. Ich möchte am liebsten jeden umarmen. Herr Stessel, Sie hatten ja schon geglaubt, dass die Austria in der regulären Spielzeit, wie wir alle, in das Finale des Europapokals vorgestoßen ist, nicht? Sicher, ja. Man hofft immer wieder und es ist einfach herrlich. So was passiert eben im Fußball, dass man 30 Sekunden vor Schluss einer so entscheidenden Partie noch einen Gegentreffer bekommt, nicht? Ja, das gehört zum Fußball dazu. Ich finde, das ist der Höhepunkt unserer diesjährigen Saison. Natürlich kommt das Endspiel noch dazu, aber ich glaube, wir werden dort auch noch gut. Danke vielmals, Hansi Birkner. Wie fühlt man sich als Europapokalfinalist? Ja, es ist herrlich. Wie gesagt, wir danken dem Publikum. Es war herrlich, bei diesem Publikum zu spielen. Und ich glaube, das Publikum versteht jetzt, warum wir in der Meisterschaft etwas zurückgeschaltet haben.
Weil der Endeffekt für uns war Paris und den Hass haben wir erreicht. Ich danke noch einmal dem Publikum. Herr Birkner, war es wie ein Keulenschlag, als die Mannschaft in der Schlussminute der regulären Spielzeit dieses Tor hinnehmen musste? Ja, das war wie ein Keulenschlag und ich glaube, die Erde gibt nach momentan, wie ich das Tor gesehen habe. Aber Gott sei Dank, ich muss wirklich meiner Mannschaft gratulieren. Wir haben nicht aufgegeben und dank der Unterstützung vom Publikum ist das gelungen. Wir gratulieren auch Ihnen. Sie haben ja zweimal hier heute einen Elfer, einen wichtigen Elfer verwerten müssen. Ja, wer das Tor schießt, ist mir egal. Hauptsache ein Tor wird geschossen und vor allem der 100-jährige Sturm hat zugeschlagen. Danke vielmals und herzliche Gratulation an Sie, danke. Birkner. Wir haben jetzt den Mannschaftskapitän Robert Zahra hier vor dem Mikrofon. Ich warte noch auf Tormann Hubert Baumgartner, der ja wieder einmal den Grundstein gelegt hat. Aber Herr Kapitän Robert Zahra, wie fühlen Sie sich als Europacup-Finalist? Sind Sie überglücklich? Es ist eine Traumvorstellung gewesen für uns. Und wir haben es durch eine gute Leistung und einen sehr guten Tormann wieder geschafft, beim Elferschießen weiterzukommen. Aber ich glaube, die ganze Mannschaft hat das Letzte gegeben. Und dank dem Publikum, das uns so tatkräftig unterstützt hat, möchte ich mich nochmals bei allen Leuten, die hier erschienen sind, bedanken. Danke vielmals, Robert Zahra. Und vielleicht können Sie uns helfen, Hubert Baumgartner hierher zu bringen. Er hat es sich verdient. Ihn müssen wir noch präsentieren. In der Zwischenzeit der junge Ernst Baumeister mit 21 Jahren Europacup-Finalist. Das ist ein Traumziel, das man sich wahrscheinlich zu Beginn einer Karriere gar nicht vorstellen konnte. Das ist unglaublich. Ich kann es noch gar nicht fassen, dass wir das erreicht haben. Aber ich glaube, in den 90 Minuten hätten wir schon den Sieg verdient. Dieses Tor hat dann die Mannschaft schwer getroffen. Wart ihr stehend K.O. sozusagen? Ja, moralisch hat es uns zurückgeworfen. Ihr hättet ja in der regulären Spielzeit vielleicht sogar noch den dritten Treffer, der alles klar gemacht hätte, vor der Schlussminute erzielen können. Birkner hatte die große Chance. Das war ein Pech, dass an die Stange gegangen der Ball. Das war Unglück. Aber ich glaube, das Tor war schon ein Pech, was wir bekommen haben. Martin jetzt hat den Ball nicht voll getroffen. Und da ist er zu den Alleinstehenden links außen gekommen, ein Glück noch durch die Stange gestreift. Haben Sie noch die Kraft, in die Kabine zu gehen und zu feiern? Ja, danke vielmals und herzliche Gratulation. Tommy Baritz, völlig erschöpft, aber ich glaube, überglücklich. Auf Ihnen lastete ja die Verantwortung, den ersten Elfer wieder zu schießen. War es für Sie eine ganz große Strapaze? Also ich glaube, wir hätten müssen in der regulären Spielzeit das Spiel gewinnen. Wir haben alles gegeben, also es war nicht mehr drinnen. Ich konnte zum Schluss gar nicht mehr stehen. Und wie war das vor diesem ersten Elfer, den Sie zu schießen hatten? Also eigentlich war ich nicht nervös. Ich bin hingegangen, ich war so sicher, dass ich den Elfmeter verwandeln werde. Also keine Probleme. Und was sagen Sie zu Hubert Baumgartner, der irgendwo hier gefeiert wird und der bisher den Weg zu uns nicht hierher gefunden hat? Also wir können ihm sehr viel verdanken, dass wir ins Finale gekommen sind. Er hat drei sehr gute Spiele gemacht. Schauen wir noch einmal, ob Hubert Baumgartner hier jetzt vielleicht herauskommt. Warten wir vielleicht noch ein paar Sekunden. Ich sehe ihn, er kommt aus der Kabine zurück. Wir können noch das Interview mit Erich Obermeier in der Zwischenzeit einschalten. Herr Obermeier, war sehr schwierig für die Verteidiger in diesem Match. Ja, es war sicher sehr schwierig. Aber wir haben 2:0 geführt, dank dem Publikum. Und dass wir 10 Sekunden vor Schluss das Tor bekommen haben, das war schon irgendwie. Dieses Tor war auch von der Fernsehkamera nicht eindeutig zu erfassen. Wie ist denn das passiert in der 90. Das Minute? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich habe es auch nicht ganz genau gesehen. Es war nur so ein Tumult. Auf einmal war der Ball drin. Man war wahrscheinlich dann wie benommen, wie K.O. geschlagen von diesem Treffer. Ja, sicher. Aber wir haben es wieder unten gebracht. Und es hat gezeigt, mit Dank des Publikums sind wir im Europacup-Finale. Für das Pech in der Schlussminute durch das Glück beim Elferschießen entschädigt. Gratulation und auf Wiedersehen in Paris am 3. Mai beim Europapokalfinale gegen Anderlecht. Anderlecht ist der Gegner. Danke. Danke, Herr Obermeier. Hubert Baumgartner, beim letzten Elfer haben Sie dann die Entscheidung wieder für die Austria erzwungen. Wie war diese Situation und sind Sie im Augenblick, eine fast dumme Frage, überglücklich? Ja, sicherlich. Ich freue mich riesig, dass wir eben nach Paris fahren. Und ich war so enttäuscht, in den letzten Minuten eben das 2:1 hinnehmen zu müssen. Und dann habe ich gedacht, es gibt nur eine Gerechtigkeit und die Austria muss nach Paris fahren. Geht's, wie es geht. Und die Gerechtigkeit ist dann beim Elferschießen erfolgt. Sagen Sie uns noch einmal Ihr Gefühl, Ihre Situation bei diesen Elfmetern. An den ersten Vieren war ja überhaupt nichts zu machen. Ja, sicherlich. Ich bin bei den ersten 4 Elfmetern in ein Eck gegangen und habe versucht, zumindest ein Eck vom Tor abzuschwemmen. Eine 50%-Chance, nicht? Eine 50%-Chance.
dann habe ich gedacht, bleib stehen und versuche es mal. Und dem, wie der Spieler angelaufen ist, war sicherlich ein Glück auch dabei. Aber ich habe es gewusst, dass ich einen Elfmeter halten werde. Danke vielmals, herzliche Gratulation, danke. Hubert Baumgartner. Gehen Sie jetzt zur Mannschaft und feiern Sie mit ihr. Austria Wien ist Europapokalfinalist und damit verabschiede ich mich aus dem Wiener Stadion.